Ja, hallo, da sind wir wieder. Hier, der Valerius und meine Wenigkeit. Genau. Ja, jetzt schauen wir doch mal, was uns die Tür so bringt. Ne? Oh nein, die Tür geht zu. Oh nein. Da ist Kuschelkumpel wieder. Ups. Hackelschorsch. Ups. Oh, da kommt ein Zombie. Ich bin unter den Tisch. Ja. Bin ich hier sicher? Ich glaube nicht. Oh Mann. Ich wusste jetzt auch nicht, was ich besser anfangen sollte. Nee, ich hätte es genauso gemacht. Ah, Mann, das ist auch wieder diese automatische Tür, ne? Geht's durch? Gut, blau, nein! Totaler Bullshit. Totaler Bullshit. Warum stand da wieder ein Zombie rum? Die Tür sollte jetzt aufgehen. Weil der immer kommt, wenn der Typ kommt. Keine Ahnung, was weiß ich denn? Ist doch scheißegal. Danach sind wir jedes Mal gestorben, oder? Ja. Jedes verpickte Mal. Auch. Kann so sein. Ne, das haben wir immer zweimal gesehen. Zweimal bist du dann vorbeigelaufen, ja. Einmal ich. Das ist dann ja total überraschend, dass es kommt. Total. Ja, aber auch Zeit. Ja, total. Türen mit Gehirn seziert irgendwie öffnen, ja. Das mache ich immer so. So habe ich meine Haustür auch gesichert. Hier passiert wieder irgendwas. Diese komisches, viel zu lange, hässlicher Gang. Weißt du, Programmierarbeit von 2 Minuten. Sauberer Schnitt. Gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Rufik. Na denn? Was soll das sein? Der mit dem Schweinekopf hier. Ist das ein Schweinekopf? Ja, das ist ein Schweinekopf. Ja, doch, stimmt. Und das sieht noch spannend aus. Da liegt auf jeden Fall noch ein Blitzbolzen. Den sollten wir natürlich nicht liegen lassen. Jo. Ja, hier gibt's sonst nichts, ne? Ein Schrotgewehr könntest du nachladen. Nee, nee. Gar nicht? Nee, oh, kann ich nicht. Also, okay, dann warst du gerade so schnell, dass es so aussah, als wenn wir da noch Muni für hätten. Da habe ich mich verguckt. Ich frage mich immer noch, dieser Rubik hat auch irgendwas mit dem Leslie zu tun. Hundertprozentig. Klar. Oh, ich weiß nicht, vielleicht gute, böse Seite oder ich weiß da auch nicht. Schöne Tür. Der gleiche Raum wie ihm. Ja. Ja. Ich glaube. Dasselbe mach ich mit dir! Ich glaube, okay. Das ist nicht zu töten. Naja, er hat mich da getroffen, wo ich ihn getroffen habe. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall weg. Ja, das ist hinter dir. Zumindest hörte sich das akustisch so an. Oder auch nicht. PT! Ach nee, das Zimmer ist ein bisschen anders. Hübsch. Da steht Gehirnsuppe. Mhm. Und Bolzen. Ganz ruhig. Ich muss erstmal die Lage checken. Warum ist die Kamera so kacke? Wahrscheinlich, damit ich das hier mache. Ja, du musst da ja dich da so durchwüseln. Damit dir das nicht auf den Kopf fällt. Einen den normalen Bolzen kannst du mitnehmen. Sprengbolzen haben wir voll. Hm, ich sollte mich beeilen. Ja, solltest du. Offensichtlich. Dankeschön. Mhm.
Ich ärgere mich in diesem Spiel nicht zu sterben irgendwie. Nee, das ist mit Dark Souls nicht zu vergleichen, ne? Ja. Das ist regelrecht gleichgültig, wenn man stirbt hier. Ja. Geahnt, dass das passiert. Ja, war jetzt nicht so herausfordernd zu sehen. Latsch einfach durch, scheiße, die gehen so. Nein, das nehme ich mit. Der erste ist ja jetzt noch immer runtergekommen. So, jetzt. Da kommt jetzt der zweite gleich hinter mir. Muss ich da hinten rum, wa? Wahrscheinlich. So, da. Und da. Und jetzt. Kann ich laufen, ne? Ja. Guck mal, läuft doch. Sind da immer noch welche? Naja, hier ist safe. Alles klar, gut. Kann ich mal gucken, aber sonst liegt hier nichts, ne? Da ist auch nichts. Guck mal, ob du da echt safe bist. Puh, ja, ich hab ja gerade schon. Okay, alles gut. Hab ich ja schon. Oh, hallo sexy Frau. Ich würde schon ein bisschen verwundert gucken. Ist ihm egal. Ganz offensichtlich. Das ist so schrecklich. Ne, das ist wohl so. Das sind Sprengfallen. Ja, ja. Nicht so schlimm. Was? Warum haben wir ihm da das angetan? Ach, ja, oh, hätte man, ich habe nur in die falsche Richtung geguckt und dachte, war in einem Käfig. Habe ich aber auch gedacht, ich habe es nicht gesehen. Ja, das war halt ein bisschen dumm gelaufen. In dem Moment, wo du dich so drehst, da war es schon zu spät. Mhm. Ach man, hier. Am Arsch die Masern, ey. Gesehen jetzt. Und da fallen dann immer mal welche runter und ah, das ist quasi so. Da fällt einer runter, man. Sieht man das? Wo sollst du denn jetzt hin? Ich weiß es nicht. Bitteschön. Was soll denn der Quatsch? Hä? Hä? Tja, Gegner hinterlassen vier Arten von irgendwas. Ne, da sieht man was am Boden. Die kann ich nochmal rennen. Ne, da nicht. L1. L1. Ja, da lag Muni auf dem Boden. Aber brauchst du noch. Jetzt bin ich. Ja, jetzt ruhe ich noch aus. Ist doch kein Problem. Ja, wo soll ich hier hin? Bist du irgendwie scheiße? Ist ja witzig. Ist total witzig. Ach, da ist ein Schloss. Hä? Oben irgendwie irgendwas? Ich denke, du musst das Schloss beschießen. Genau treffen? Keine Ahnung. Ja, findest du raus. Okay. Schrot, Sprengwurzen? Ich hab doch keine Ahnung. Bullshit. Bullshit. Das ist bedrohlich wie ein Stück Toast. Nur, dass man stirbt dabei. Das ist, ist halt nervig. Das ist super nervig. Und du weißt nicht, was du dann machst. Dann hast du nachher noch Sprengfallen, die auch auf den Sack gehen. Ja, ich weiß auch nicht. Da liegt Muni, ja, genau. Ja, komm, ich durch. Ja, genau. Da war eine Sprengfalle schon. Da kommt auch was runter, sehr gut, das hat man gesehen. Das heißt andere Richtung. Da knapp dran vorbei. So, jetzt kannst du glaube ich wieder. Ah, oh, da ist wieder ein Schloss.
Den ganzen Scheiß, den die hier hinlegen, den kannst du natürlich auch unmöglich aufsammeln. Sehen auf dem Boden? Ja. Schön, dass wir darüber geredet haben. Sprengfalle. Tut mir den Gefallen und schaffe es mir, ich hab keinen Bock drauf. Schloss. Ist aber schön, wie bereit will ich die Tür dann immer wieder rumgeht. Du bist jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder? Da bewegen sich Köpfe, ne? Nur so. Okay. Du hast uns das angetan! Ja. Ich tot. Echt? Ich bin noch weggekommen. Was soll das? Wollen die mir auf den Sack gehen oder was? Brauch ich doch nicht! Bitteschön. Hoffentlich kannst du jetzt rennen und der Teil mit den Fallgittern ist jetzt durch. Das ist bestimmt nicht durch. Ich würde es gerade sagen, das wäre ja noch schöner. Ja, wenn wir das nicht vorher als Let's Play aufnehmen würden, na, dann würden wir echt dieses Spiel beenden. Nicht. Auch nicht weiter spielen einfach. Ich hätte das jetzt schon weggelegt. Ja. Bin ich mir relativ sicher. Jetzt auch verkaufen. Achso, warte mal, hier war ich falsch oder was? Warum machst du das? Das wird dich jetzt töten. Wo muss ich denn hin? Ja, ach, falsche Richtung. Das habe ich vercheckt, die Richtung. Das war keine Absicht, dass ich da falsch abbiege oder so. Ja, kannst jetzt Dings zerschießen. Man achtet übrigens drauf, das Tor fällt hier runter und dann erscheint das Schloss. Ja, das ist ja das Wichtigste. Aber klar. Muss ich ja hier an dem Viertel vorbei. Dein kann ich auch. Ja, weiß ich. Jetzt rennen. Ich guck, was geht. Oder sind wir irgendwo falsch ab? Wenn ich jetzt auch sterbe, muss ich fast sagen, wir sind falsch abgebogen. Ne? Du warst zu langsam. Ja. Gut, dass du es geschafft hast. Ja, sehe ich ähnlich. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Schön. Sehr, sehr. Hey, da ist noch eine komische Blume, die ganz am Anfang. Die hier liegt, meinst du? Ja, genau. Ja. Ja, und links an der Wand ist auch genau das gleiche Gemälde. Okay. Wie, ah ja, tatsächlich, wie, ja. Ja, die meinte ich eigentlich, ich hab die Blumen auf dem Boden ganz gesehen. Ja. Also du sollst dich heilen. Ja, könnten wir drüber nachdenken, ne? Warte mal, das war, Rechtes Ding rein, oder? Achso, rechtes Ding, ja, das war Pause, ne? So. Nimm das große Ding. Ah ja, das ist eine sehr gute Idee. Das können wir machen. Das vergrößert ja auch unser Gesamtleben. Ja, deswegen sagte ich das. Ja. Da wir gerade ja mega safe sind. Mega. Wir sind immer mega safe. Boah, ich bin voll drauf, ey. Ja, die haben den Schweinekopf weggenommen. Ja, der... Den Stuhl... Oh, da liegt noch was. Ja. Karten verbrennt. Da wäre ich sonst wahrscheinlich ohne diese Superdroge voll dran vorbeigelaufen. Ja, ganz toll. Ja, interessiert mich nicht. Ich will nichts Spezielles irgendwie in diesem Spiel durchspielen oder haben. Wohne ich hier? Das sah irgendwie komisch aus. Voll buggy. Die oh, auch. Ja, das. Warum wurde ich hierher geführt? Ich brauche die Atmosphäre, die ihn nicht aufgebaut hat, nicht töten. Manchmal kriege ich halt fast ein schlechtes Gewissen, so mies wie wir über das Spiel reden, und dann kommt wieder so eine Szene und ich denke, warum? Ja. Das ist ganz ehrlich so. Das ist total. Wem gegenüber kriegst du denn noch ein schlechtes Gewissen? Nein, keinem gegenüber. Da links liegt Munition neben der Karre. Ja, da liegt auch welche. Ah, da, ja, stimmt. Sehr offensichtlich sogar. Hast du recht. Nein, keinem gegenüber, aber so. Da frage ich mich, kann ein Spiel so schlecht sein, wie wir über dieses reden? Und dann kommt wieder so eine Szene und denke, ja, tatsächlich. Da ist es wieder, ne? Da ist es wieder, ja. Mhm. Gewohnte Qualitäten, würde man fast sagen. Ja, ja.
Es ist. Ja, ich weiß auch nicht, da liegt auch noch was. Ja, vor allem, ich habe dieses Jahr noch so ein Spiel gehabt, wo ich echt gedacht habe, ey, das kann nicht euer Ernst sein. Murdered. Ja. Ja, ja. Ja, das habe ich jetzt nicht gespielt. Aber ich glaubte das wohl. Ja. Ah, Laura, das ist dann die andere auf dem Bild. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Ist auch ein bisschen doof, ne? Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Denen werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. What the fuck? Ja, der Schiss da. Boah, Alter, was ein Loot. Buggyface und sein Kumpel, die zünden der Dinger jetzt anders. Ich hab nichts gehört. Deswegen hat er diese Bandagen gehabt. Deswegen sieht er auch jetzt so scheiße aus. Sie hat da Feierabend gemacht. Ja. Scheiße. Ich sollte hier schnell raus. Da! Das ist ja praktisch. Muss ich nur eine Leiter finden, ne? Mhm. Oh, oder so ein Rad. Ne, doch. Ah. Okay. Nein, dreh nicht schnell. Halt mal bitte in die Kamera, wie du da drauf. Ja, so, das hat uns jetzt das Ding dahin gefahren und nö. Das ist eine Treppe. Leiter. Meine ich ja, aber die ist ein bisschen kurz, ne? Ja. So, nö. Das Ding hatten wir. Sind noch mehr. Da ist noch so ein Hebelding. Fühlst du dich gerade von der Situation gestresst? Ja. Ja? Nee, ist schon spannend. Also jetzt, wo du den Knopf drücken musst, das ist jetzt spannend. Ja, also das lohnt sich gar nicht vorher zu drücken, bevor er überhaupt irgendwas macht, weil dann passiert eh nichts. So, und wenn ich jetzt hier bin, schieße ich da drauf oder wie ist der Plan? Ja, der hat so ein Feststellvideo. Den oder den? Ne, den anderen. Siehst du, da ist ein Ding eingehakt. Ja, den ja. Jetzt. Schieß mal drauf. Jo. Das ist ja so, das ist ganz die blöde Leiter hochklettern. Ja, ja, die ist über. Ja, oder die ist über, einfach mal. Ne, wir haben nur noch eins, da zünde ich jetzt nicht an. Ne. Wer weiß, was wir noch mal brauchen? Also, wie vibriert. Köln. Oh nein, und nu? Geh mir nicht auf den Sack. Ja, ganz toll. Werfen die mir jetzt Gegner entgegen oder was soll das hier werden? Ja. Muss ich töten? Das ist ja toll. Finde ich ja ganz spannend. Und den könnte ich gleich mal mitnehmen. Oh, nachladen. Aber vielleicht nehme ich lieber den. Sehr gut. Wie, die leben noch. Ich weiß nicht, warum der besser war. Ne, ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, wer weiß, wann wir es brauchen. Ja, warum machst du denn nichts? Naffelbiene, ey. Ah, einen Schuss habe ich sogar noch, ne? Ja. Der dürfte aber noch leben. Vermutlich. So, ja. Oh, das war vorbei. Ja, der war besser. Der lebt immer noch. Ah, jetzt nicht mehr. So, hast du jetzt genug Zombies oder so? Also konntest du eben irgendwann mal
Du hast deine Schwester. Klar! So, wo kommen wir jetzt raus? Im Krankenhaus. Nee, im Gang. Schöner Ausflug. Das heißt aber im Grunde genommen, seine Schwester ist gestorben und dann hat er seine Eltern umgebracht. Ja. Ne, da hat er das Gesicht ja schon so verbunden. Mhm. Als ob er die dafür verantwortlich macht oder sonst irgendwas oder wie auch immer. Und dann hat er wahrscheinlich am Schlappen gedreht und das. Du musst was wissen, sonst wirst du zu schwach. Meine Kinder, ich will. Beatrice, wir haben das doch besprochen. Jetzt kommt bestimmt die Szene, wo er dabei ist. Seine Stimme. Im Keller und dann. Und klingt so nah, statt da. Mhm. Wir sind hier wieder in dem Zimmer, ne? Ja. Bin ich da jetzt zu schnell reingerusht? Ja, anscheinend wohl. Ist aber nicht schlimm. Ja, pff, kann ich ja nicht ahnen. Ja. Das Ding ist auf jeden Fall zu, dann gehen wir mal durch diesen tollen Wandschrank hier. So durcheinander einfach alles, ne? Ich hätte jetzt noch einen Moment warten müssen. Ja, hättest du. Denn jetzt ist die Folge zu Ende. Wahrscheinlich ist das Kapitel auch beendet. Der Wahnsinn. Wir haben Kapitel 9 überlebt. Das hieß brutal irgendwas. Naja, irgendwie so. Das sehen wir jetzt, wenn wir speichern. Grausame Absichten. Ja. Ja, stimmt. Das Ding abzufackeln, ja, das kann man so nennen. Ist okay. Das sind grausame Absichten, ja. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Ja. In Kapitel 10. Die Werkzeuge des Meisters. Ja, ist okay. Das ist bestimmt der Oma, haben wir auch wieder dabei. Alles klar, bis dahin. Ciao. 10:29, wir kommen dem Ende nach.